wieder Ludwig, dein Bodyvital-Trainer. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist der 27.03. Genau vor einem Jahr ist das erste Video von mir hochgeladen worden. Schau dir dieses Video an und schau dir dieses Video an. Es sind zwei verschiedene Welten. Aber ich erzähle dir die Geschichte nach dem Intro, wie es zu dem YouTube-Kanal gekommen ist. Also starten wir los. Also am 27.03.2020 ist dieser Kanal geboren worden. Geburtshelfer waren zwei Personen. Und zwar eine Freundin von mir. Wie es dazu gekommen ist, erzähle ich gleich. Und zwar war es so, Lockdown war, die Fitnessstudios waren zu und meine Kunden sind da gestanden, ohne Trainingsplan, ohne irgendwas. Die eine Kundin hat mich gebeten, dass ich ihr ein Video aufnehme, wie sie zu Hause trainieren kann. Gut, ich habe ein Video gemacht und dann ist mir während des Videos eingefallen, hey, bei WhatsApp kannst du nur gewisse Datenmengen oder Minuten verschicken. So, jetzt versuche mal 5 oder 6 Übungen zusammenzupacken und das alles in 3 Minuten rein. Funktioniert schwer. Dann habe ich mit einer Freundin drüber geredet und die hat gesagt, na, mach deinen YouTube-Channel auf. Und ich, na, du bist gut, kenne mich aus. Sie hat mir dann einen Link geschickt von YouTube. Ich weiß nur immer noch nicht, woher sie den Link gehabt hat. Woher hast du den Link gehabt? Das möchte ich wissen. Na, auf jeden Fall hat sie mir den Link geschickt und habe dann das erste Video hochgeladen, habe mir natürlich punkto Thumbnails oder Musik oder wie auch immer überhaupt nicht ausgekannt. Und dass man das Video schneiden muss, mein, das Schneideprogramm von dem Mac. Ich bin ja so ein technisches Genie. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Aber ich, das technische Genie, das meine ich ironisch, habe mir dann gedacht, hey, ich habe ja Leute, die in der Filmbranche arbeiten. Markus Schleinzer zum Beispiel, bekannt aus Michael oder dem Film Angelo. Habe mir gedacht, jetzt rufe ich ihn an und der muss ja mit Videoschnitt auskennen. Ruf ihn an, sag, du Markus, wie schaut es aus mit Videoschnitt? Kennst du da aus? Du hast ja schon einige Filme gemacht. Und er sagt mir beinhart dazu, ich habe Leute dazu, die das machen. Also ich kenne mich nicht aus. Gut, okay. Ich, wie gesagt, das technische Genie, habe nicht gewusst, ich nehme ja noch immer auf mit einem iPhone und wie man Videos dort drauf aufnimmt, weiß ich schon, aber wie überspielt man es auf ein Laptop und wie schneidet man es dann? Ja? Ich keine Ahnung gehabt. Darum sind meine ersten Videos auch so grausig geworden. Hab das dann doch irgendwie gecheckt gehabt mit dem Videoschnitt. Nur der Ton war noch zu laut. Denn mein Schulfreund Richard, ja, du Richard, hast mich immer kritisiert, hörst, die Musik ist zu laut. Du redest zu leise oder die Musik ist die falsche. Habe das auch dann irgendwann gecheckt gehabt, wie es funktioniert, wie man sieht.
Ich bin ja kein YouTuber, ich bin Personal Trainer. Also meine Videos werden nie perfekt werden, sind es auch nicht, aber sie sollen gut sein. Das ist ein Credo. Dann möchte ich mich noch bedanken bei Patricia. Ja, du Patricia, weil du den Anstoß gegeben hast, dass ich einen YouTube-Channel aufmache. Und dank dir sind es mittlerweile über 550 Abonnenten. Und alle diejenigen, die immer fleißig kommentieren bei mir, ein Danke, dass ihr meine Videos schaut. Und ich möchte in den nächsten Wochen mal ein Video machen, wo ich eure Fragen beantworte. Und zwar, wenn es um Ernährung geht, wenn es um Sport geht. Vielleicht gibt es irgendwelche Fragen, die du hast oder die ihr habt. Dann einfach unter Hashtag Frage an Ludwig in die Kommentare schreiben. Und ich werde sie in ein Video zusammenfassen und womöglich beantworten. Gut, das war's mit dem Video. Ein Jahr YouTube. Vielleicht werden es bald 1000 Abonnenten, hoffe. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, am Dienstag, wo wir wieder was für die Muckis machen. Freue mich, bis zum nächsten Mal. Ludwig, dein Bodyvital-Trainer. Ah, nicht vergessen, abonniere meinen Kanal, somit verpasst du keine sportlichen Videos mehr. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.